Verfolgst du die für dich bestmögliche Karriere? Viele Leute fragen mich, woher weiß ich, was ich beruflich tun soll? Wie finde ich die richtige Karriere für mich? Wie finde ich das richtige Business für mich? Nach dem japanischen Konzept Ikigai muss man 4 Fragen beantworten. Um zu erfahren, wie du wachsen kannst und wie du deine Traumkarriere findest, lautet die erste Frage: Was machst du gern? Das ist sehr wichtig. Als ich anfing, habe ich gern meditiert und über Meditation gelesen. Also war Meditation das, was ich gerne tat. Frage 2. Kannst du damit Geld verdienen? Du kannst Meditation oder Fotografie lieben, aber wenn du damit kein Geld verdienen kannst, kann es keine Karriere werden. Das ist also die zweite Frage. Frage 3. Bist du gut darin? Sagen wir, du liebst Fotografie. Du weißt, dass du damit Geld verdienen kannst, weil andere das auch tun. Aber du bist ein schlechter Fotograf. Dann ist Fotografie nichts für dich. Die dritte Frage lautet also: Bist du gut darin? Die vierte Frage ist mindestens genauso wichtig wie die anderen drei. Und diese Frage lautet: Braucht es die Welt? Braucht die Welt ein weiteres miserables Produkt oder braucht die Welt etwas, was sie besser macht? Erhellen deine Fotografien den Tag von jemandem? Bereichert das, was du anderen beibringst, sei es Meditation oder rechnerisches Denken, das Leben anderer Menschen? Wenn du etwas findest, das alle 4 Ikigai-Fragen beantwortet, machst du es gerne? Bist du gut darin? Kannst du damit Geld verdienen und braucht es die Welt? Boom, dann hast du möglicherweise genau die Erkenntnis gefunden, wohin dich dein Schicksal führen soll, womit du beginnen sollst, was deine zukünftige Karriere sein soll. Obwohl Ikigai faszinierend ist, gibt es noch einen weiteren Aspekt, den du bedenken solltest, wenn du deinen Lebenstraum verwirklichen willst. Und zwar dein Lifebook. Ikigai ist genial und kann dir auf der Suche nach deiner Traumkarriere helfen. So wurde ich durch Ikigai zum Meditationslehrer. Aber ich kann dir sagen, dass ich 5 Jahre lang ein mittelloser Meditationslehrer war. Ich war wirklich pleite. Ich habe mir den Hintern aufgerissen für sehr, sehr wenig Geld. 5 Jahre nach Unternehmensgründung waren mein damaliger Geschäftspartner und ich immer noch verschuldet. Er hatte nicht einmal seine Studiengebühren abbezahlt. Wir hatten ein negatives Selbstwertgefühl. Ikigai kann also unvollständig sein. Aber Folgendes hat das verändert. Im Jahr 2010 habe ich einen Kurs namens Lifebook besucht. Auf Empfehlung eines Freundes hin bin ich nach Chicago gereist, um am Seminar von John und Missy Butcher teilzunehmen. Dieses Paar schien alles im Leben richtig gemacht zu haben. Sie wirken irgendwie unwirklich und sehen aus wie Filmstars. Sie sind die bestaussehendsten und erotischsten 60-Jährigen, die ich je gesehen habe. Aber sie umhüllt ein Zauber. John und Missy haben sich dieses außergewöhnliche Leben aufgebaut, obwohl sie, wie ich, einst pleite waren. John war ein arbeitsloser Musiker, der sich an einer Kasse eines Supermarkts in Illinois in Missy verliebt hatte. Aber sie gründeten ein bemerkenswertes Unternehmen, eine unglaubliche Familie, 5 Enkelkinder. Heute leben sie auf der Insel Molokai, wo sie das Paradies auf Erden schaffen. Sie sehen so gesund und glücklich aus und sie sind so begeistert von dem, was sie tun. Sie haben 7 Unternehmen. Und wenn man John und Missy fragt, was ihr Geheimnis ist, hält John sein Geheimnis hoch. Sein Lifebook. Als John und Missy gerade anfingen, erlebten sie eine schwere Tragödie. John verlor 2 Brüder durch einen Unfall und durch Selbstmord. Missy verlor einen Bruder durch eine Überdosis. So nahm ihnen das Schicksal ihre Geschwister. John und Missy wussten, dass das Schicksal auch sie ereilen würde, wenn sie ihr Leben nicht in den Griff bekämen. Und so beschlossen sie, ihr Leben wirklich bewusst zu gestalten und betrachteten es anhand von 12 Kategorien. Das sind diese Kategorien. In jeder Kategorie beantworteten sie 4 Fragen. Warum ist diese Kategorie wichtig für mich? Was erwarte ich von dieser Kategorie? Was sind meine Überzeugungen, richtige oder falsche, in dieser Kategorie? Und was ist meine Strategie, um in dieser Kategorie zu glänzen? Am Ende hatten sie ein 100-seitiges Buch über das Leben, das sie führen wollten. Und dieses Leben hat sich mit bemerkenswerter Präzision erfüllt. Schau sie dir an. Wenn dich das interessiert, solltest du wissen, dass ich an Lifebook glaube. Nachdem ich es 2010 gemacht habe, änderte sich mein Leben. Und so entstand Mind Valley. Lifebook und Mind Valley begannen zusammenzuarbeiten und schließlich nahmen 70.000 Menschen daran teil. Die Erfahrungsberichte sind überall im Internet zu finden. Vor einiger Zeit beschlossen wir, unsere Unternehmen zusammenzuschließen. Gemeinsam mit John und Missy wurde ich Teilhaber von Lifebook, weil ich ihre Produkte liebe und daran glaube. Lifebook ist heute offiziell Teil von Mind Valley.
Wir wollen Lifebook so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen, denn die Welt ist derzeit von großer Unsicherheit geprägt. Doch mit einem Lifebook hast du ein durchdachtes Ziel, eine glasklare Vorstellung von dem Leben, das du willst. Du bist nicht mehr Opfer der Umstände. Du wirst vielmehr zum Künstler deines perfekten Lebens. Du entscheidest, wie du dein Leben gestalten willst. Und wenn du das tust, werden dir nach den Worten von William Murray alle möglichen Synchronizitäten, Zufälle und Gesundheit zuteil. Du musst dich nur für die Masterclass anmelden. Klicke auf den Link unter dem Video. Du kannst die Masterclass 90 Minuten kostenlos anschauen. Aber wenn du bereits überzeugt bist und dich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchtest, dann gehe auf mindvalley.com/livebook und wir sehen uns im nächsten Livebook-Kurs, der bald beginnt. Erschaffe dir mit Livebook das außergewöhnlichste Leben, das du dir vorstellen kannst. Wir sehen uns dort.